Also ich habe ein Bait. Cast as a fish to bite faster must first be attached to a fishing rod. Aber wie attach ich die? Oder geht das dann während des Fischens? Ich probiere es einfach mal. So, gegossen habe ich. Wir gehen einfach mal kurz ein bisschen fischen. So. Also egal in welche Richtung ich es mache, es geht nicht. Ich bin mal gespannt, vielleicht geht es auch automatisch. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn ich das hier ummünze, ich kann es zwar, ich switche es dann die ganze Zeit immer hin und her, aber er pleit es mir nicht drauf. Aus welchen Gründen auch immer. Ich probiere es mal, vielleicht geht es dann während des Fischens, ich weiß es gar nicht. Offenbar nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht es nur mit der Angel nicht. Das kann auch sein, dass es mit der Angel vielleicht nicht geht. Ich weiß es nicht. Aber egal in welche Richtung ich mache, er pleit es mir nicht drauf. Aber es kann sein, dass es mit der Angel vielleicht nicht geht, dass wir dann eine andere Angel dafür brauchen. Falscher Knopf, verdammt. Jetzt habe ich die rechte Maustaste gedrückt. Blöd. Ach ja. So, auf jeden Fall kriegen wir durch das Fischen ein bisschen Geld auch rein. Wie gesagt, ich kaufe jetzt dann noch Samen dann gleich. Das heißt, wir fangen jetzt ein paar Fische an, so gegen 12, 1 herum gehen wir dann zum Store, kaufen uns noch ein paar Samen und dann kriegen wir hoffentlich dann kriegen wir hoffentlich noch ein größeres Feld dann zustande. Und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal in die Mine dann reingehen. Smallmouth Bass. New Record! Sekunde mal. Haben wir mit der schon geredet? Marine. My nephew Shane has been staying at my place the last few months. He helps me out with the chicken, so I'm not complaining. Offenbar nicht. Offenbar schon. So. Lalalalalala. So. Heute ist ein schöner Tag zum Angeln. Gefällt mir. Ach ja. Zack. Was ist das denn? Joya Cola. Na toll. Er hat ihm einfach die Cola ins Wasser geschmissen. Ich bin begeistert. Smallmouth Bass. Ah, okay. Ein besserer. So. Zack, zack. Und so, da haben wir ein Fischlein. Sunfish. New Record. So. Was? Man muss den Köder mit der rechten Maustaste auf die Angel im Inventory fallen lassen. Habe es gerade nur mit der Fiber Rod getestet. Probieren wir es doch mal. Nee, es geht nicht. Also ich kann nur mit der rechten Maustaste, passiert hier gar nichts. Auf die Angel. Das geht dann mit der einfach nicht. Also das kann man mit der nicht machen. Das geht nicht. Also auch wenn ich es einzeln mache, es geht nicht. Ich wechsle dann. Mit der rechten Maustaste tut ihr nichts. Okay, dann brauche ich eine bessere Angel. Bevor das dann funktioniert. Okay, gut zu wissen. Was mit der Standardangel jetzt nicht. Braucht man eine andere Angel dafür. Naja, gut. So, grüne Algen. Die futter ich gleich mal. Dann sind sie weg. Hallo. Zack. So. Dann werde ich mal die Angel irgendwann upgraden. Lalalala. Ich finde diesen Soundtrack im Hintergrund, ich finde ihn so beruhigend einfach immer. Der ist so schön, der ist so schön angenehm einfach. Finde ich gut. Zack. Nochmal eine Joya Cola. Ich bin begeistert. So. Was die Leute alles an Cola liegen lassen. Ich würde gerne auch Goldbarren oder sowas rausziehen. Das wäre cool, wenn man so Goldbarren rausziehen könnte.
gibt's dann bestimmt, wenn man den Schatz dann findet. Nein, bleibst du da, blöder Fisch, bleibst du da. Zack, jawohl. Sunfish. Verdammt. Das Timing mit dem Max rauszufinden ist immer schwierig, weil entweder ich lasse zu früh los oder ich lasse zu spät los. Das ist echt, ja. Muss ich noch ein bisschen besser werden. Aber ich glaube, das Angeln, das funktioniert mittlerweile ganz gut eigentlich. Okay, der Fisch war perfekt. Smallmouth Bass. Kenn ich dich schon? Sam. Oh, hi. It's good to see you again. Ja, kenn ich schon. Take it easy. Na doch. So viel zum Thema. Ich gehe nur bis 12 oder so fischen. So. Letzte Runde. Da müssen wir auf jeden Fall noch Samen kaufen, dass wir das Feld noch beackern können. Nochmal Cola. Ich bin... zack. So. Na toll. Der Vorteil in diesem Algengras ist halt, dass man es futtern kann, dass man Energie zurückkriegt. Das ist eigentlich gar nicht mehr schlecht. So, und wieder zu früh losgelassen. Ich mag dieses Setting hier von diesem Spiel irgendwie. Das ist echt, finde ich gut. Nein, verdammt. Ah, braucht echt Fingerspitzengefühl dabei. Sunfish. Verdammt, ich will jetzt so einen größeren Fisch haben, aber die kriege ich, glaube ich, nicht. Habe ich noch zu wenig. Entweder brauche ich die bessere Angel dafür mit dem Köter dann, dass wir bessere Fische fangen. Und ich muss mich langsam beeilen, weil die Läden machen gleich zu. Verdammt. Okay, wirklich der letzte Fisch jetzt. Das ist echt. Das macht so viel Spaß, das Angeln einfach, dass ich dann. Das ist unfassbar. So. Zack. Okay, so. Jetzt schnell Samen kaufen gehen. Das macht echt mega viel Spaß, das muss ich einfach sagen. Der war, glaube ich, da. Wo hat er da oben? Hier war er, ne? Genau, hier war er, Piers. Da kriegen wir die Samen her. Welcome! Zack. Ich kaufe mal ein paar Parship-Seeds einfach. Zack. Und dann kaufen wir noch ein paar Kartoffeln. So. Also, das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. So. Ist übrigens sehr interessant. Introductions. Uns fehlt noch eine einzige Person. Ich habe keine Ahnung, welche das ist. Das ist immer... Die obligatorische letzte Person, Raising Animals, Delivery, One Day, Bring Clint a Large Mouse Bass. Haben wir nicht. Die Angel upgraden. Was brauche ich denn, um die Angel abzugraden? Kann ich das beim Blacksmith machen oder wo upgrade ich die? Kenne ich dich schon? I'm tutoring Winston and Jess today. They're a handful, but it's nice to make a difference in someone's life. Okay. Ich gehe mal schnell zum Blacksmith, mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, wo wir die Angel updaten können. Vielleicht können wir das da. Ich hoffe, dass... Das geht. What? Chicken. Hi. Hallo. So, halt, der Blacksmith war da oben. Mal gucken, können wir die hier ab. Hat er noch offen? Natürlich nicht. Wir sind. Ich bin eine halbe Stunde zu spät. Ah, Mist. Okay. Dann pflanzen wir jetzt mal die Seeds an. Und dann schauen wir mal, dass wir das fertig kriegen. Dass wir ein bisschen ein sauberes Einkommen dann haben. Mom won't let me have any more gummies today. Och, du Arme. Ist auch ungesund. Ess lieber eine Karotte. Ja, wen haben wir denn hier? Kenne ich, glaube ich, auch schon. Haley, nice shows. Are those made out of plastic? I'm bored. Boah, das ist... Oh, keine Ahnung, das ist voll die Diva irgendwie. Nette Schuhe, sind die aus Plastik gemacht? Was? Mache ich natürlich auch, ne? Wenn dich irgendjemand auf der Straße anquatscht oder so, ne? Sagst du Hallo und dann sagst du, hi, du hast nette Schuhe, sind die aus Plastik gemacht? Oh, ich habe übrigens vergessen hier, Dingens. Das habe ich vergessen. My sources tell me you've been poking around inside the old community center. Why don't you pay me a visit? My chambers are west of the forest lake in the stone tower. I may have information concerning your... Red problem. Mr. Rasmodius, Wizard.
Ah, cool, jetzt können wir den besuchen. Oh, können wir den besuchen? I see you've been exploring the old mine. You've got the adventurous spirit, that much I can tell. If you can slay 10 slimes, you will have earned your place in my adventurous guild. Be careful, Marlon. Okay. So. Ich schmeiß mal erstmal hier wieder die Fische. Schmeiß ich erstmal hier wieder rein. Zack. Flagship Product of Joya Corporation. Na gut, wir haben sie ja gefunden. Das heißt, dann können wir sie auch trinken. So, dann brauche ich hier erstmal die Dingens hier. Da ist sie. Zack. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie viele Seeds haben wir denn? Hier unten kriegen wir auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Reinbauen, reinbauen. So. Dann können wir hier noch eine pflanzen. Ich habe da gerne immer so ein... Das ist total ineffizient, das weiß ich schon. Aber ich finde das irgendwie... sieht das so viel cooler aus, wenn da halt immer ein bisschen Abstand noch dazwischen ist. So, dann haben wir das. Müssen wir auf jeden Fall noch gießen dann. Das wollte ich gar nicht. Clay. Okay, wir haben Lehm gefunden. Finde ich gut. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Aber wir haben es auf jeden Fall mal. Cool, es geht sich genau auf. So, dann noch das Ganze natürlich gießen. Das Dingens hier brauchen wir nicht mehr, das kann weg. So, dann noch eben gießen. Dass das Ganze natürlich dann auch sauber wächst und wir keine Problemchen bekommen. So. Und so, dann wird es auch schon wieder dunkel. So, ich weiß gar nicht, habe ich die hier gegossen? Die sieht so trocken aus hier. Ja, habe ich gegossen. So, was sagt der hier eigentlich? I haven't encountered any crows yet. Okay, finde ich gut. Kommt wahrscheinlich auch erst später dann, wenn wir irgendwas, keine Ahnung, irgendwas anpflanzen, was die auch wirklich wollen dann. Könnte ich mir vorstellen. Clay, resource used in crafting and construction. Okay, ich schmeiß das mal hier rein, oder? Dass wir die Gartensachen drin haben und so ein bisschen was fürs Crafting. Die Baits schmeiße ich auch mal da rein. So. Wie spät haben wir es denn? 8 Uhr. Sagen wir mal Folgendes. Der Baum hier ist gewachsen, oder? Das war vorher ein kleiner Baum. Und der ist jetzt... Das war falsch. Der ist gewachsen, doch, kann das sein? Das war vorher, glaube ich, ein kleinerer. Jetzt ist er gewachsen. Also wir müssen auf jeden Fall eine Bäume anpflanzen wieder. Dass wir da genügend haben. So, dann haben wir das. Zack. Zack, einfach nur, damit wir ein bisschen Holz auf Vorrat kriegen. Und dann müssten wir irgendwie mal die, ich würde gerne so einen Bereich machen, wo wir einfach Bäume anpflanzen, dass die sauber nachwachsen, dass wir da wirklich dann sauber Rohstoffe immer herkriegen. Achso, ich kann ja da durchlaufen. Und dann würde ich, wie gesagt, auch gerne so eine Apfelplantage oder sowas würde ich dann gerne machen. Einfach nur, weil wir es können. Und weil es das gibt. So, das schmeißen wir alles hier rein. Zack. Ich muss das mal sortieren dann. So, ja, schlafen. So. Farming. Oh, hat sich gelohnt. Farming. Parship, okay, wir haben... 4 verkauft, das heißt 140 haben wir gekriegt. Rechnen. Wie viel haben wir dann für einen gekriegt? 30. 30 sind 120, bleiben 20 übrig. 35, ne? 35, 20, ja. 35 Gold kriegen wir pro Dingens. Das passt. So, Fishing. Bream, okay. Okay, der kriegt eine 45 Gold. Genau, und das sind die mit den Sternen hier, die haben, glaube ich, eine bessere Qualität einfach dann. Da gibt es dann ein bisschen mehr Gold dann immer. Da haben wir zum Beispiel einen für 50 Gold verkauft, aber 3x50 sind nicht 105, sind nicht 186. Das heißt, alles, was mit Sternchen ist, hat wohl eine bessere Qualität und es gibt dann mehr Geld. Finde ich gut. So, haben wir wieder ein bisschen Gold dazu genommen, bekommen. Tens of Spring, Year One. Juhu, da klimpert's in der Kasse. Was, wenn du den Stamm stehen lässt, wachsen sie auch wieder nach. Wer ist das? Manni. Hello! You see this cat here? Ja, tue ich.
I found it sitting outside the entrance to your farm. I think it's a stray. Poor little thing. Oh, die Arme. I think it likes this place. Hey, don't you think this farm could use a good cat? Will you adopt this cat? Ach ja, warum nicht? Choose a name. Was? Eine Katze. Oh Gott. Wie nenne ich denn die Katze? Oh, dieses Spiel, ne? Jetzt stellt es mich hier vor die Entscheidung, einen Namen zu vergeben für die Katze. Wie nenne ich denn diese Katze? Was ist denn so ein typischer Katzennamen? Flauschi. Ich nenne sie mal Flauschi einfach. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Well, little Flauschi, you be a good kitty now. Okay. Süß. Mag ich irgendwie. So, wir haben eine Katze. I've got some new items in stock. A deluxe fishing pole and some bait that you can attach to it. You can use bait to make fish bite faster. Hope to see you soon, Willy. Okay, jetzt kriegen wir dann eine andere Angel. Finde ich gut. Juhu. Da ist ein bisschen was reif hier. Zack. So, dann haben wir hier wieder ein bisschen was reif. Oh, und eine Potato. Finde ich gut. So. Zack, zack. So, verkaufen wir mal alles. Einfach nur momentan verkaufen wir einfach mal alles, dass wir Geld kriegen. So, dann müssen wir jetzt zum Willy. Dann kriegen wir eine Sekunde. Bevor ich jetzt irgendwas mache. Nehme ich die hier mit. Achso, das muss ich dann hier rüber machen. So. Also. Dann kriegen wir jetzt eine neue Angel. Und dann müsste ich mal gucken, wie wir jetzt dann... wir müssten auch immer in die Mine wieder, müssten weiter runter gehen. Wir brauchen ein bisschen Ohr noch, dass wir dann den Schmelzofen machen können. Wir müssen zu dem komischen Wizard müssen wir noch. Aber alles, alles nach und nach, ne? Man kann sich ja nicht zweiteilen. Wäre manchmal zwar schön, aber geht halt leider nicht immer. So, mittlerweile finde ich auch die Wege ein bisschen besser. Was haben wir hier? Meet the Wizard. You received a letter from the local wizard. He claims to have information regarding the old community center. Initiation, you can slay... If you can slay 10 slimes, you will have earned your place in the Adventurer's Guild. Okay. Also wir haben so viele Quests noch offen. Meine ganz kurze Frage in den Chat, ne? Weil ich immer so mit Sound und so weiter... Die auf YouTube betrifft das immer nicht, weil da kann ich es dann im Nachgang abmischen. Wie ist denn das hier, wenn ich rede mit der Ozean, mit dem Ozean hinten dran? Versteht man mich da gut oder eher schlecht? Some fish come and go with the seasons. Others only come out at night or in the rain. It's locked open 9 a.m. Toll. Was haben wir hier? Nichts. Das ist schade. Okay. Ich fische jetzt einfach dann bis 9 Uhr einfach. Weil dann kann ich gleich hier reingehen, kann die Angel tauschen. Zack. Na komm. Kommst du her? Brave Fisch. Eine Sardine. New Record. Finde ich gut. Wir haben eine Sardine gefangen. So. Zack. Achso. Ich dachte, der schwimmt jetzt nach oben. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zack. Nein, bleibst du. Bleibst du da. Wilder Fisch, bleibst du da. Bleibst du da. So, da ist er. Ein Hering. Toll. Jetzt haben wir den Hering gefunden. Jetzt, wo wir den Quest nicht mehr haben, finden wir einen Hering. Wahrscheinlich finden wir jetzt auch gleich dann so einen Large-Mouse-Dingens, keine Ahnung. So, Sound ist gut so. Na, das passt. Freut mich. Zum Beispiel. Seaweed. New Achievement. Fisherman. Okay.